Jetzt hat die Bundesnetzagentur dazwischen gefunkt. Sie wird nicht einschreiten, keine Sanktionen verteilen, keine Bußgelder anordnen. Das Gesetz zur Vorratsdatenspeicherung gilt zwar wie geplant ab kommenden Samstag, aber als zahnloser Tiger. Erleichterung und Freude bei den Telekommunikationsunternehmen. Wir begrüßen die Entscheidung sehr. Wir werden die Vorratsdatenspeicherung jetzt nicht umsetzen. Es geht um einen sehr sensiblen Eingriff in Persönlichkeitsrechte. Und insofern sind wir sehr froh, dass es da jetzt erst eine rechtssichere Entscheidung gibt, bevor wir das umsetzen müssen. Schon im Dezember hatte der Europäische Gerichtshof in Luxemburg festgestellt, dass die anlasslose Speicherung aller Standort- und Verbindungsdaten gegen das Europarecht verstoße. Dieser Argumentation war das Oberverwaltungsgericht in Münster vergangene Woche in einer Eilentscheidung gefolgt. Der Schritt der Bundesnetzagentur heute, für die Opposition logische Konsequenz. Das ist eine schwere Blamage für die Große Koalition, die es grob fahrlässig darauf angelegt hat, hier wieder zu scheitern. Und dies billigend in Kauf nimmt, dass man hier mit diesem Gesetz erneut die Bürgerrechte beschneidet. Das Gesetz war im Oktober 2015 von der Großen Koalition verabschiedet worden. Es sei unerlässlich im Kampf gegen den Terrorismus, argumentierten damals die Minister für Innen- und Justiz. Heute haben sie sich nicht geäußert, verweisen auf die ausstehende Entscheidung im Hauptverfahren. In der Regierungspressekonferenz will keiner mehr zuständig sein. Also die Frage richtet sich, glaube ich, oder sollte sich jedenfalls, glaube ich, nicht überwiegend an mich richten, weil es ist ja gesetzlich festgelegt in einem Gesetz, das in der Federführung des BMJV liegt. Die konkret jetzt in Rede stehende Umsetzungsproblematik liegt bei der Bundesnetzagentur. Das ist ja etwas, was beim BMWI liegt. Die konkreten Fragen, die jetzt die Entscheidung der Bundesnetzagentur betreffen, müssen Sie an die Kollegen vom, an die Kollegin vom Bundeswirtschaftsministerium richten. Okay. Ja, danke. Ich kann gern zu diesem Artikel 113b TKG ausführen, den die beiden Herren schon angesprochen haben. Ist es richtig? Also das Gesetz gilt ab 1. Juli. Es gilt, aber hat keine Bedeutung. Und schon jetzt ist Schaden angerichtet. Allein die Telekom hat 1,5 Jahre Arbeit und einen unteren zweistelligen Millionenbetrag investiert. Das ist natürlich schon relativ interessant, dass sich als Linker die Bundesregierung auf diese wirtschaftsfeindliche Gesetzgebung aufmerksam machen muss. Das ist natürlich ein Schaden erstmal für die Unternehmen, die gigantischen Speicherplatz vorhalten sollen, was offenbar ja auch technisch hochkompliziert ist, was viel, viel Geld kostet. Auch sind Entschädigungsklagen der betroffenen Unternehmen nicht ausgeschlossen. Viel Ärger um ein jetzt unwirksames Gesetz, an dessen Verfassungsmäßigkeit es von Anfang an große Zweifel gab.